Und da sind immer die Menschen drei Gruppen. Eine Gruppe, die sind die ungerechten Gruppe, die Wahrheit nicht haben wollen, weil sie von der Ungerechtigkeit profitieren, weil sie ihre Privilegien verlieren werden, wenn sie dem Propheten folgen. Deshalb sind sie die Ersten, die gegen die Propheten alles versucht, indem sie auch am Ende versucht haben, die Propheten zu töten. Das ist eine Gruppe. Die andere Gruppe sind die sozial Schwachen. Die Leute, die zu Unrecht behandelt werden. Die Leute, die ihre Rechte nicht bekommen. Und diese Leute waren am meisten die Ersten, die den Propheten gefolgt haben in der Geschichte. Weil sie in diesem Propheten gesehen haben, die Leute, die ihre Lage in Ungerechtigkeit, Unwahrheit sind. Deshalb haben sie den Propheten gefolgt. Und dann die mittlere Gruppe. Und das sind Leute verschieden. Einige nehmen die Wahrheit an, einige nicht und einige warten. Wenn der Prophet die höhere Hand hat, dann nehmen sie, dann folgen sie ihm. Und wenn er nicht, dann folgen sie dem Mala, das bedeutet dem Tyrannen und den ungerechten Führern von diesem Volk. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.